Wir verlassen das sonnige Italien und sagen Arrivederci Italia und Servus Österreich. Einmal schnell über den Brenner und schon sind wir am Ziel. Mehr nach dem Intro. In Österreich angekommen. Wir stehen ca. 30, 40 Kilometer östlich von Innsbruck im Inntal. Von hier aus wollen wir noch ein paar Unternehmungen starten. Das Moped braucht einen neuen Hinterreifen, das ist auch schon geregelt. Und der Rest wird sich einfach ergeben. In Motorradfahrerkreisen erzählt man sich, dass die alte Brenner Passstraße so wunderschön zu befahren wäre. In schönen Kurven durch wunderschöne Landschaften. Ich kenne die Straße nicht und das wird sich ändern. Heute und ihr seid wie immer dabei. Durch das Inntal fahren wir auf kleinen, verschlungenen Sträßchen in Richtung Innsbruck. Später hoch über dem Silltal nach Matrei. Hier gelangen wir dann auf die Passstrecke. Dort drüben kannst du schon die Brenner Autobahn sehen. Ja, da haben wir so ein kleines bisschen Pech gehabt. Auf österreichischer Seite war ein Unfall. Dadurch haben wir lange im Stau gestanden und durch den Gegenstau kamen wir auch nicht richtig vorweg. Und daher haben wir von der Abfahrt auch keine Bilder gemacht, weil wir halt nur im Stau rumgekrabbelt sind. Wir sind jetzt hier in Sterzing, schauen uns ein bisschen um, gehen einen Kaffee trinken. Und dann zeige ich euch hoffentlich ein paar schöne Bilder vom Rückweg über den Brenner. Es scheint, dass Sterzing auf uns gewartet hat. Sterzing liegt in Südtirol und wird von der WIB durchflossen. Sterzing ist heute Einkaufsstadt und lokales Touristen- und Wirtschaftszentrum. Seit alters her ist das schon so. Die Lage zwischen Brenner und Jaufenpass sowie dem Penserjoch sorgen für den Aufschwung. Der Bergbau zog im Wipptal ein. Auch Silber wurde hier geschürft. So wuchs Sterzing
und wurde immer mehr Handelsplatz und Gerichtsplatz. Der Zwölferturm zeugt noch heute vom Reichtum der Stadt. Aber so sehr hat uns die Brennerpassstraße nicht gefallen. Vielleicht wurde sie immer breiter ausgebaut, um den zunehmenden Verkehr aufzunehmen und hat dadurch ihren Mythos verloren. Vielleicht sind wir auch schon so verwöhnt von all den anderen Pässen, die wir auf unserer Tour befahren konnten. Wir folgen dem Silltal bis hinunter ins Inntal. Die Ortsdurchfahrt durch Matrei will ich euch aber nicht vorenthalten. Wir halten noch kurz an, um uns die Sprungschanze in Innsbruck anzusehen und rollen zurück zum Zuhause auf Zeit. Wenige Kilometer westlich finden wir in Wattens ein besonderes Werk. Überall funkelt und glitzert es. Man hat mit weltbekannten Künstlern und Künstlerinnen zusammengearbeitet. Aber aus den eigenen Reihen sind auch namhafte Spezialisten der Glasschleiferkunst hervorgegangen. Swarovski ist ein österreichischer Hersteller von geschliffenem Kristallglas und Strass mit weltweitem Vertrieb. Stammsitz ist seit Anbeginn der Firmengeschichte im Tiroler Wattens. 1895 wurde es von Daniel Swarovski gegründet. Weitere Werke sind über den Globus verteilt. Daniel Swarovskis meisterhafte Kunstfertigkeit beim Schleifen von Kristall prägt das Unternehmen. Seine unendliche Leidenschaft für Innovation und Design macht Swarovski zu einer der führenden Marken im Bereich Schmuck und Accessoires. Fasziniert hat mich dieser Eisbach. Obwohl man ja auf Glas läuft, wird einem suggeriert, dass man über brechendes, knackendes Eis läuft. Manch einer erschrickt sich und bleibt verblüfft stehen. Aber auch tolle Gebrauchs- und Dekorgegenstände werden uns präsentiert.
In Vitrinen sehen wir Körperschmuck und Bühnenoutfits berühmter Showstars aus mehreren Jahrzehnten. Und all das muss natürlich auch verkauft werden. Damit muss Geld verdient werden. Auch im Außengelände wird uns viel Glitzer präsentiert. Daher ist leider der Aufenthalt unter dieser Kristallwolke zurzeit verboten. Aber auch so finden wir recht spannende Einblicke. Wir sind ganz geflasht von dem Nachmittag bei Swarovski. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.